Es ist das erste Mal Straße seit 700 Kilometern. Netz habe ich keins. Das bin ich. Ich bin gerade ungefähr hier. Wo ich hin will? Dorthin. Wo ich gestartet bin? Hier. Ich bin jetzt 2 Wochen lang alleine so vor mich hingefahren und habe hier und da an ein paar Poetry Slams teilgenommen. Langweilig, denkt ihr? Ihr glaubt gar nicht, was ich bisher alles erlebt habe. Es ist absolut fantastisch. Es ist so arschkalt. Wald? Mann, total verrückt. Es hat schon so oft geregnet, ich zähle das gar nicht mehr. Und um diese Momente festzuhalten, habe ich dann eine Doku draus gemacht. Sie heißt... Und ihr seht sie jetzt. Hierhin hatte ich Glück. Und jetzt bin ich hier mit meinem Fahrrad am Bahnhof und mir ist der Zug vor der Nase weggefahren. Ich verpasse jetzt meinen Auftritt, also ich komme jetzt eine Stunde später an. Das ist jetzt meine erste Nacht und ich glaube wirklich, dass sich das an Übernachtungsmöglichkeiten nicht mehr toppen lässt. Und morgen geht die Fahrradtour erst richtig los. Von Nienburg nach Rinteln. 90 Kilometer. Die Weser entlang. Klingt gut. Gute Nacht. Jo, feuchtreibender Wind, ganz schön um die Ohren. Die ersten 30 Kilometer heute runter. Ich habe jetzt noch 66 vor mir und es ist erst 13 Uhr. Gut, ich habe zwar heute keine Übernachtung geplant, aber das spontan zu machen, sollte eigentlich schon hinhauen. Ich habe jetzt zum ersten Mal die Weser gefunden. In 20 Kilometern bin ich in Minden. Oh, Krampf. Ist aber nicht so schlimm, ich habe Mittel dagegen. Nee, nicht das Bier, die Magnesiumtablette, die ich mit dem Bier runtergespült habe. Ist das ein Platten? Also das würde ich jetzt nicht als aufgepumpt bezeichnen. Ja, ist auf jeden Fall schon mehr. Jo, angekommen. Also wo? In Minden. Ja, in Minden bin ich angekommen. Rinteln habe ich heute nicht geschafft. Plattenbedingt oder so, keine Ahnung. Also ließ sich ja ein bisschen aufpumpen, aber war halt doch noch ein bisschen platt. Ich bin jetzt hier in einer sehr witzigen Pension. Ey Leute, es wird hell draußen. Ja, Wahnsinn. Nee, ich würde normalerweise nicht so früh aufstehen, aber ich habe heute viel zu tun. Ich muss 120 Kilometer fahren. Und ich habe aktuell ja noch so eine Art Platten. Das sieht gut aus. Das kleine Ding führt dazu, dass man nur noch maximal 3 Kilometer fahren kann, bis es wieder platt ist. Der nächste Halt in Porta Westfalica. Da suche ich einen Plattenladen, einen Fahrradladen auf. Ich fahre jetzt noch 4 Kilometer weiter nach Bückeburg, denn in Porta Westfalica hatte Fahrradladen noch nicht auf. Ich war jetzt frühstücken und habe jetzt mein Fahrrad zur Reparatur gebracht. Kann so gegen 11:30 losfahren. Bis dahin gucke ich mir das Schloss Bückeburg an. Ich fahre seit gestern 17 Uhr endlich mal schneller als 18 km/h, jetzt sind es auch nur noch 110 Kilometer und es ist Mittag. Ja. Es regnet immer noch, aber ein Problem weniger. Das ist geil. Ich bin endlich an der Weser. Das Wetter ist optimal. Ich weiß, es sieht nicht so aus, aber es ist nicht zu kalt, nicht zu warm, es ist nicht windig. Also so wie es jetzt ist, kann es von mir aus die ganze Tour so weitergehen. Das ist das, wie ich es mir vorgestellt habe. Und das ist echt schade, dass das erst nach 1,5 Tagen der Fall ist. Aber gut, ne? Besser als nie.
Jetzt ratet mal, in welcher Stadt ich bin. Seit Hameln sind nun 40 Kilometer vergangen. Gutes Wetter, macht Spaß, wenig Akku. Man sehe sich das an. Wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Ich bin jetzt ein kleines Stück Zug gefahren, weil ich mir gedacht habe, ja, fährst du an deinen Zielort? Da ging es nicht mehr hin. Und jetzt bin ich so halbwegs in der Nähe und fahre jetzt so noch 18 Kilometer. Ich glaube, ich bin seit einer Stunde unterwegs, aber keine Ahnung, der Tacho ist ja dunkel. Ich habe schon seit 1000 Jahren kein Schild mehr gesehen. Wie weit ist das noch? Hallo? Ich möchte schlafen. Ich bin angekommen. In Beverungen. Die letzten 10 Kilometer, Alter. Ja, ich lalle immer und wirke so ein bisschen betrunken, wenn ich viel gefahren bin. Ich bin jetzt bei Ole, einem Kumpel aus Bayreuth. Und der hat mir lecker Forelle gemacht. Ich bin heute 137 Kilometer gefahren. Ich bin fertig mit den Nerves. Morgen fahre ich weiter die Weser entlang und irgendwann dann in die Nähe von Paderborn, weil ich da Nadine besuche. Es wird schön. Morgen, es ist 10 nach 7. Ich bin bei Ole im wunderschönen Gästezimmer. Jetzt geht's los. Bei 3, 2, 1. Es ging ja einfach. Und es ist wunderschön. Also es ist gerade mal 10 und ich habe 30 Kilometer runter. Das Wetter ist geil. Es könnte eigentlich gar nicht besser sein. Die Kondition ist gut. Eigentlich ein bisschen langweilig, ne? Man kann fast nichts Spannendes zeigen. Hallo. Ist immer toll, wenn man mit seinem Handy redet. Und wie geht's dir? Ah ja. Also müssen sich die Leute fühlen, die mich hier sehen. Mir wurde gesagt, dass der Weg ab jetzt die Weser entlang bis nach Kassel eigentlich wunderschön ist und dass es schade wäre, direkt nach Paderborn zu fahren. Deshalb fahre ich heute nach Kassel, was ungefähr genauso weit wäre wie nach Paderborn, und fahre dann mit dem Zug aber in die Nähe von Paderborn, wo ich heute bei Nadine übernachte. Aha! Easy. Es gibt ein paar Kommunikationsschwierigkeiten mit Fahrradfahrern, denn ich weiß nicht, was man hier sagt. Ob man hier Hallo oder Moin sagt. Mir ist schon vorgekommen, dass ich so sage, Hallo, Moin, Moin, Hallo. Und dann kam auch noch das. Hallo. Servus. Servus. Ja, ich bin kurz vor Hannmünden. Die Stadt sollte auch als Fachwerkstadt bekannt sein. Ja, das muss man überzeugen. Tada! Da ist Wer die Weser? Nein, das ist die Fulda. Denn von Hannmünden bis Kassel fahre ich die Fulda entlang. Ich bin jetzt 16 Kilometer vor Kassel. Ist voll okay. Besser als 18. Also alles, was unter 18 ist, weiß ich seit gestern. Noch 18 Kilometer. Ist okay. Ist einfach zu fahren. Aber ist ein Träumchen, ne? So, ich muss jetzt die Fähre nehmen. Die hat bis 19 Uhr auf. Es ist 19.18 Uhr. Es ist absolut fantastisch. Es ist so arschkalt. So ein, zwei Bier trinken und du bist völlig ralle. Das erlebst du nicht einfach so. Ich fasse es nicht, jetzt haben die auch zu.